Nach zuletzt zwei späten Last-Minute-Niederlagen endlich wieder ein Sieg für Borussia Mönchengladbach. Im letzten Heimspiel des Jahres ein 2:0 gegen den SC Paderborn. Großes Kompliment an meine Mannschaft, die in einem schwierigen Spiel, in einer schwierigen ersten Halbzeit auch für uns, trotzdem die Nerven behalten hat, bei sich geblieben ist. Sicherlich auch in der ersten Halbzeit ein paar Räume hergeschenkt hat, die ja, wir in der Summe dann noch zu Ende verteidigt haben. Und trotzdem wussten wir, dass Paderborn natürlich immer gefährlich sein kann, immer auch über ihre schnellen Umschaltspieler. Ich glaube, heute haben wir mal eine ganze Menge dazu beigetragen, dass es möglich war, dieses Spiel so außer Hand zu geben. Wenn du eine erste Halbzeit spielst, wo vieles gelungen ist, vieles geklappt hat, wo vielleicht der letzte Moment noch gefehlt hat und dann in die Halbzeit gehst und nach 14 Sekunden dann dementsprechend so einen Fehler machst. Dass natürlich die zweite Halbzeit dann so losgeht, dass wir mit einem richtig guten, hohen Ballgewinn dann gleich das erste Tor machen. Ja, spielt uns natürlich in die Karten, auch in der Situation, in der wir waren, nach zwei späten Niederlagen. Beschäftigt dich dann natürlich schon auch als Team, ganz klar. Aber dann sind wieder einige Dinge uns leichter gegangen. Ich glaube, dass wir dann viele richtig gute Aktionen auch hatten zum Tor, gute Ballgewinne, auch gute Kombinationen. Rosi, uns immer die Böse. Also heute haben wir dafür beigetragen, dass Gladbach heute gewonnen hat. Und das war zu einfach, auch wenn du nur 9 Punkte hast. Aber das darf dir nicht passieren. Und das ärgert mich heute maßlos. Aber wie gesagt, alles, was die Jungs wollten, haben sie getan, was sie gemacht haben. Kein Vorwurf, aber wie gesagt, wenn du so einen Fehler machst, vorne wie hinten, dann kannst du kein Bundesligaspiel gewinnen. In der Summe sind wir sehr glücklich mit dem Sieg. Nochmal, ich ziehe den Hut vor meinen Jungs in einer nicht einfachen Situation. Warum auch immer, weil wir haben 34 Punkte. Haben sie heute dem Verein, den Fans und sich selber im letzten Heimspiel nochmal einen Sieg geschenkt. Und ich glaube, dass wir in der Bundesliga auf Kurs sind. Ja, wir können jetzt sagen, das liegt an Erfahrung, aber liegt es nicht. Das ist einfach dumm. Und das ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ist einfach so, dass das passiert ist. Und morgen nehme ich die Jungs auch wieder in den Arm. Aber sie fragen mich heute und heute nervt mich das. Warum? Weil wir einfach gute Möglichkeiten hatten und uns das heute mal komplett weggeschmissen haben. Und da müssen die Jungs auch mit umgehen und ich auch. Und deswegen brauchen wir nicht drum herum reden. Das hat nichts mit der Liga zu tun, nichts mit Erfahrung, sondern wir hatten die Möglichkeiten, wir hatten die Räume. Wenn du so eine Dinge aber machst, ja, dann brauchst du nicht hierher fahren. Das ist einfach so und das geht mir heute barbarisch auf den Zünder, ganz einfach. Für den Aufsteiger aus Ostwestfalen die 11. Ligapleite. Man bleibt Tabellenschlusslicht. Während die Borussia punktgleich mit Leipzig sogar noch die Chance auf die Herbstmeisterschaft hat.